TV Straßensound. Eine letzte Frage noch. Bei Gib ihm sagst du, die Gesichter von deinen Freunden sind rotbäckig. Was meinst du damit? Ich habe mich angegriffen gefühlt. War das ein Diss gegen mich? Frauen, oh, voll schwer in Deutschland. So, voll, nein, so sage ich das ja gar nicht. Alle Frauen, die gerade am Start sind, doch alle bei Loredana, sie oder jetzt Hava. Aber ich habe natürlich auch schon Anfragen, weil die Plattenlabels, die fragen ja so ganz viele. Jetzt gehen die schon random raus und schreiben jeden großen Influencer an. Herzlich willkommen zu TV Straßensound, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Marvin und hinter mir seht ihr den roten Teppich von Shireen Davids Release Party. Supersize ist seit heute draußen und heute wird gefeiert mit reger Prominenz. Wir haben gesehen, Marvin Game haben wir gesehen, Cheyenne Garcia haben wir gesehen, Say It haben wir gesehen, Ali Boumaier und ganz viele mehr. Und die Interviews zieht euch jetzt rein. Viel Spaß. Heute Nacht, beziehungsweise jetzt haben wir schon gestern Nacht, Supersize ist draußen. Hast du schon ein bisschen Resonanz bekommen? Ich habe sehr, sehr, sehr viel Liebe bekommen von sehr, sehr vielen Mädels, dass die überrascht sind, wie viel Love auf diesem Album ist. Und es freut mich unnormal, es ist sehr leidenschaftlich, es ist sehr dedicated und viel Feedback auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ist gerade alles. Es ist ja auch dein großer Tag heute, ja, das darfst du dann auch heute. Ja. Bei dir ist ja immer Dekadenz, extrovertiert, sehr weit vorne. Setzt du dich auch ernsthaft mit Kritikern auseinander, also die sich wirklich Zeit nehmen, dein Album zu rezensieren und zu sagen, was ihnen nicht gefällt? Klar, es ist auch wichtig. Ich meine, wir wachsen mit Kritik, sie ist nicht immer angenehm, sie ist nicht immer nice. Wir wollen manchmal auch nicht die Wahrheit haben, aber es ist immer schön, weil ich finde, wenn niemand dich wirklich kritisiert, dann kannst du auch nicht weiterkommen in dem Sinne. Es hat nichts mit Hate zu tun, sondern wenn sie konstruktiv ist und wirklich ehrlich ist, dann finde ich es cool. Sorry. Alles gut. Okay. Ich habe deine ganzen Artikel gesehen, FAZ, Spiegel, Stern, sehr viele große Artikel. Was glaubst du, was macht dich für die Medien so interessant? Hast du dafür eine Erklärung? Ich glaube, dieses Kontroverse zwischen dem Over und ein bisschen extra und Haut zeigen und den Bezug zum Feminismus und wie ich ihn einfach lebe. Und ich glaube, das macht es gerade für solche Zeitschriften einfach interessant. Wenn wir nach Amerika schauen, gibt es da Beispiele wie Nicki Minaj, J.Lo, wo das schon seit Jahren ist, dieses Dekadente, Extrovertierte. Warum muss das ausgerechnet du in Deutschland die Tür eintreten? Warum war es in Deutschland noch nicht selbstverständlich? Ich meine, sonst würde das ja nicht so einen Schock geben für die Medien, für die Jugendlichen. Alle feiern es, aber trotzdem war es ja in Deutschland noch nicht alltäglich. Das ist eine echt gute Frage, aber ich glaube, es liegt bei uns einfach in der Kultur so ein bisschen, dass wir wenig zeigen, was wir haben. Wir sagen auch nicht, boah, schmeckt geil, wir sagen, hab schon mal schlechter gegessen, weißt du, also der Deutsche oder die Deutsche kann wenig sagen, dass ihm direkt etwas gefällt und kann wenig Emotionen etwas packen. Wir sind sehr kühl und ich glaube, dadurch zeigt sich das auch nicht in der Optik, in Style, in Präsenz. Spielt Neid auch eine Rolle? Alles ist bei uns sehr zurückgezogen, weißt du? Und es ist schon auf jeden Fall ein Merkmal, dass wir eine sehr große und ausgeprägte Neidkultur haben. Also definitiv, das merkst du ja bestimmt auch. Klar, also hin und wieder bei den ganzen Kommentaren. Yeah. Eine letzte Frage noch. Du hast in einem Artikel gesagt, du wüsstest nicht, was passiert wäre, hättest du dich Barbara genannt. Oh. Hast du darüber nachgedacht und hast du eine Idee, was passiert wäre? Nein, immer noch nicht. Also ich glaube, ich hätte eine etwas andere Zielgruppe. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Eine letzte Frage noch. Bei Gib ihm sagst du, die Gesichter von deinen Freunden sind rotbäckig. Yes. Was meinst du damit? Ich habe mich angegriffen gefühlt. War das ein Diss gegen mich? Oh nein, das war kein Diss gegen dich. Das war eigentlich süß gemeint. Was meinst du damit? Naja, wenn die Homies halt so ein bisschen rot werden oder so ein bisschen schockiert sind, weil da kommt dann eine Frau und die ist aufgestylt, die ist sexy und die wissen erstmal nicht, wie man das zu handeln hat. Und dann blushen die halt so ein bisschen. Alles klar. Hi Schnucki. Na, alles klar? Ja, immer noch. Jeder rote Teppich bin ich am Start. Ja, ich merk schon. Heute wieder Shirizzle. Heute wieder Shirizzle. Ich bin ja offiziell, weißt du ja? Hast du ja letztes Mal gesagt. Habe ich letztes Mal schon klargestellt. Wo ist die Supersize-Tasche? Hat man mir nichts von gesagt, keine Ahnung, Alter. Ich weiß, ich gehe jetzt erstmal rein gleich, mal gucken, vielleicht nee, ist die da... Nee, war in der Box, da war so eine ach Tasche. So, ach so, okay. Nee, so weit... so weit bin ich da jetzt nicht integriert, aber schon geil alles, oder? Auf jeden Fall. Ich bin schwer beeindruckt. In Amerika ist ja schon üblich, dass sehr extrovertierte Frauen sehr beliebt sind, Nicki Minaj, J.Lo, wieso in Deutschland nicht? Wieso ist Shireen jetzt gerade die Einzige? Aber hört doch mal immer auf dann, warum macht ihr denn immer so dieses Frauen, oh, voll schwer nein, in Deutschland? So, voll, nein, so sage ich das ja gar nicht. Alle Frauen, die gerade am Start sind, doch alle bei Loredana, sie oder jetzt Hava, die kommen doch, so alles am Kommen, so alles ja, cool. Aber drei von 100. Ja, aber kommt ja, ist ja, wir sind halt ein bisschen so hinterher, so, aber es läuft ja. Aber was weil wir immer alle so tun, ja, Frauen, alles nein, so voll nein, schwer und so. Nein, so sage ich das ja gar nicht. Frauen haben die gleichen Chancen in Deutschland wie wir Männer. Aber
trotzdem ist es ja Fakt, dass nicht sehr viele Frauen, die so extrovertiert daran gehen, so wie Shireen es macht, sie legt ja immer noch eine Schippe drauf. Das kommt, ob es gefährlich ist in Deutschland, ob die Konsumenten dafür nicht geeignet sind. Glaubst du das? Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich, oder? Okay, ich frage jemanden, der Sex ohne Grund rappt. Nein, ich glaube, die Zahlen sprechen für sich so. Safe, ja. Meine, guck mal, was sie auf die Beine stellt, so einfach, weißt du, so. Also ich zum Beispiel habe noch nie in meinem Leben annähernd so eine Release-Party gehabt, geschweige denn überhaupt so eine Party. Von daher, Dicker, ich glaube, sie macht alles richtig so. Aber Bock auf eine? Irgendwann mal bestimmt mal gucken. Wie schaut es bei dir denn aus? Ja, jetzt am 4. September kommt meine nächste Single. Oktober meinst du? Nee, September. Dann kam sie ja schon. Oktober, genau, Oktober. Ich bin voll von der Rolle, nee, Spaß. Am 4. Oktober kommt, ich habe jetzt einen ganz Neuanfang gemacht, alleine, eigener Kanal und so. George ist so ein Song, wo ich mit allem abschließe, so. Wird auf jeden Fall richtig ernst, so. Ich glaube, der ernste Song in meinem Leben, so. Okay. Wird auf jeden Fall geil. Und auch schon ein großes Release in Planung? Nö, erstmal ganz langsam ein bisschen YouTube machen, ein bisschen Musik machen, alles. Aber alles cool. Komplett alleine, auch Label? Alleine. Krass, okay. Ist das eine große Umstellung für dich? Ja, ich bin gespannt so. Ich hab Bock so, weißt du? Mal gucken, wie das so ist so. Ich meine, irgendwann kommt im Leben, jedes Mal ist, glaube ich, der Moment, wo man sich denkt, okay, ich muss jetzt mal was allein auf die Beine stellen. Natürlich habe ich noch meine Leute, die mit mir von Anfang an da waren, die werden auch immer mit mir bleiben, ist ja klar. Aber ich meine jetzt so, musikalisch und allgemein so technisch wird alles jetzt alleine über die Bühne gehen so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Dankeschön, Dicker. 4. Oktober. 4. Oktober. Wir sehen uns George drin. Rumble, Young Man Rumble. Licht fliegt. Alles du, gut? Wenn ich dein strahlendes Gesicht sehe, komme ich auf jeden Fall angeflogen. Alles gut bei dir? Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Auf was hast du dich heute vorbereitet? Ich habe gehört, es gibt Essen und Free Drinks. Das wusste ich, dass das die Ausrede sein wird. Ja. Ja, ich habe eigentlich wie immer nichts vorbereitet. Gar nichts. Was erwartest du denn heute Abend? Eigentlich auch Buffet. Und sonst nichts? Letztes Mal gab es ja gute Waffeln und... Die veganen Option besser, aber ich sehe schon hier, was das Bierwurst und Chicken Buzz, okay? Also so viel Veganität ist hier noch nicht. Vielleicht gibt es hinten noch mehr Stände. Ich glaube, drin wird es auf jeden Fall noch was Besseres geben. Okay, mal gucken. Heute ist Gelato Beach rausgekommen. Das neue Release von Morten und Rari Papi. Wir haben eine fette Release-Party gefeiert gestern Abend. Mhm. Wir hatten Tourabschluss gestern in Berlin, war ausverkauft, Musik und Frieden. Warum war ich nicht da? Weiß ich auch nicht. Warum war ich nicht auf der Gästeliste? Ja, du stehst eigentlich immer drauf. Echt? Also jedes Mal gucke ich auf die Liste und dein Name ist nicht durchgestrichen. Macht man das echt als Künstler so? Ja. Manchmal stelle ich mir halt echt die Frage, wir sind ja manchmal irgendwo am Ende von Deutschland eingeladen, wo wir nicht hingehen. Und dann, denke ich auch halt immer so, dann sind alle durchgestrichen außer TV Straßensound. Habe ich einmal gemacht bei einer Release-Party 2011 oder 12 oder so. Okay. Und war die Enttäuschung groß? Ja. Echt? Ja, na klar, weil du kennst, also gerade wenn du in Berlin eine Party schmeißt, will jeder auf die Gästeliste und alle... Hast du denn ihr Album schon angehört komplett? Ich habe das Album schon komplett angehört, ja. Ich muss auch sagen, ich finde so im Gesamten ist es so ein sehr musikalisches Werk, was nicht zusammengewürfelt klingt, weißt du? Das ist nicht so eins, wo man irgendwie auf etwas abgezielt hat, sondern du merkst auch durch die ganzen Thematiken, durch das ganze Album hindurch, da wurde sich wirklich Gedanken gemacht. Und ich meine, ich kenne ja Shireen auch persönlich und kann sagen, sie ist auf jeden Fall eine Visionärin. Das ist nochmal ein Unterschied zu einem Künstler, der einfach versucht, irgendwie den nächsten Hit zu landen. Definitiv, ja. Hast du einen Lieblingssong? Ja, ich feiere den Song Gibt es dich sehr. Okay. Und den Song mit Xavier. Okay, krass. Die zwei also Songs ja, sind so. Zwei Songs, die jetzt quasi erst mit Albumveröffentlichung genau, rauskommen sind. Ja, ich meine, das ist ja auch meistens so, man hat die Singles dann immer so mitgefühlt, weißt du, man geht die Singles immer einzeln durch. Und dann, wenn das Album kommt, finde ich, dann findet man nochmal eigene Diamanten. Das ist ja generell bei allen Künstlern so. Bist du eher so der Albumtyp? Ja, durch die Zeit, also von früher noch, wo halt Alben eine große Rolle gespielt haben. Ich finde es auch wichtig für einen Künstler, auf Albumlänge zu zeigen, was er, sagen wir mal, zu sagen hat. Erst da, wie sagt man so schön, erst da trennt sich die Spreu vom Weizen. Genau, richtig. Also gerade das Trettmann-Album zum Beispiel ist ja auch gerade erschienen. Das ist zum Beispiel so ein Album, wo ich mir wirklich durchhören kann. Und da merkt man, wie wichtig das auch ist, auch in der heutigen Zeit, dass man nicht nur auf Singles abzielt. Was glaubst du, in Amerika ist es ja schon typisch so, Dekadenz, alles noch größer, noch lauter, noch extrovertierter. Nehmen wir J-Lo, nehmen wir Nicki Minaj. Warum muss eine Shireen quasi in Deutschland erst die Tür eintreten, dass es jetzt so gefeiert wird? Ich meine, sie findet jetzt in allen Leitmedien statt, überall gibt sie Interviews, alle feiern das. Warum hat das in Deutschland bislang noch nicht so stattgefunden? Ich denke mal, das hat auch eine große Rolle, dass wir ja immer ein paar Jahre hinterherhängen. Also das ist ja in allen Bereichen auch so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, wo Deutschrap auf dem Zenit ist, kann man sagen, wo so viele Künstler auch gerade am Start sind,
Und dann merkst du das, es werden immer wieder Türen eingetreten. Und dass eine Shirin das quasi jetzt erst gemacht hat, liegt daran, weil sie hat eine Reichweite. Das heißt, sie wird ernst genommen. Mhm. Und dadurch kann sie diese Message auch viel besser verbreiten, als jetzt ein junges Mädchen, was irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, diese Message durchzusetzen. Und ich glaube, das wird jetzt in Zukunft immer mehr passieren, dadurch, dass Deutschrap sich nicht mehr zu verstecken braucht vor den Franzosen oder vor den Amerikanern. Wie würde sich ein Feature von Pay mit Shirin anhören? Was wäre so dein erster Gedanke, in welche Richtung es gehen sollte? Es wäre, das ist eine gute Frage, ich denke mal, es wäre etwas sehr Musikalisches. Mhm. Weil jetzt so auf, mhm. also auf den Song genau punktuell zu sagen, was das für ein Song wird, das hast du meistens dann im Studio, wenn du den Vibe hast und auch die, das ist ja, jeder Tag ist ja auch anders. Es gibt Tage, da gehst du ins Studio, hast du eine ganz andere Laune, deswegen sehr schwer auch diese Frage so zu beantworten, wie ein Song jetzt klingen würde. Davut, wenn du das siehst, ne? Du bist eine sehr schlaue Person. Das stimmt. Sonst machst du immer die Straßeninterviews oder die Interviews mit den Rappern selber. Aber weil du weißt, dein Schädel passt hier selber nicht hin, hast du dir den deutschesten aller deutschesten geholt, dass Leute überhaupt hier an den Rand kommen und du mit ihm reden. Ey, du hast so recht. Ja, so ist das. Da hast du wirklich recht. Findest du das eine Zweiklassengesellschaft? Hier? Also angesichts dessen, dass viele Leute auf dem roten Teppich wollen, aber weitergeschickt werden, schon ein bisschen. Ja? Aber ich finde es eher peinlich für die Leute, die sagen, ja, ich will mal auf den roten Teppich, ich bin auch Influencer, ich habe 3 Follower und dann kann ich mich hinstellen und machen die Leute Fotos von mir. Das finde ich noch peinlicher. Das ist eine sehr gute Antwort. Aber wer steht jetzt auf dem roten Teppich? Ich. Und wer steht hier? Ich stehe auf, das ist ja kein roter Teppich, das ist ja ein Steinboden hier. Welche Prominenten hast du bis jetzt gesehen? Dich. Ja, außer mich. Aaron habe ich gesehen. Der ist und kein Prominenter. Ja, stimmt, der aber wieder. Das ist ein Spinner mit einem Mikrofon. Vor allem kommt er hier in seinem Jogginganzug her. Ja, siehst du, der hat keinen Respekt. Ja, das stimmt. Lieber Aaron, ein bisschen mal an der Garderobe arbeiten und dich mal ein bisschen legerer anziehen. Kannst du eigentlich den Tritt noch, den du gelernt hast von den beiden Dings? Einmal will ich den sehen. Einmal, zeig mal den Tritt. Das ist dein Catchphrase, also dein Move. Den Kick habe ich gelernt von den 2 Metern. Wie oft musstest du den jetzt schon zeigen? Haben mich bestimmt viele darauf angesprochen, oder? Du bist der Erste. Echt? Deswegen habe ich den gemacht. Hättest du jetzt mich zum 50. Mal, wärst du der 50., hätte ich Nein gesagt. Kommen bestimmt noch viele. Nee, aber dieser Kick ist gut, ja. Aber wenn da jetzt ein Mann kommt und sagt, probier mal, sag ich, nee, ich hab mir was gezerrt, mir tut echt was weh. Ne? Ich glaube ich dir. Also die hast beiden... du ein Ibuprofen dabei? Was? Hast du ein Ibuprofen dabei? Nee, aber Aspirin plus C. Weil das ist gezogen. Wolltest du ein Aspirin? Das ist echt. Ich habe mir irgendwie mein Bein gezogen. Echt? Shirin kommt gleich. Jetzt kommen die echten Promis. Jetzt. So, war das gerade ein Diss gegen mich? Nee, gegen alle anderen. Sicher? Weil meine Kamera ist noch an. Überleg's dir. Jetzt muss ich mich wieder entschuldigen, ne? Ja. Nein. Jetzt kommt auch der nächste Promi. Ja, so. Siehst du, man muss die Medien Leute erziehen. Mein Lieber, Marvin. Hat mich gefreut. Hat mich sehr, sehr gefreut. Heute auf der Release-Party deiner Schwester. Was ist das für ein Gefühl für dich? Was ist das für ein Gefühl? Es ist, ich meine, darauf hat sie jahrelang hingearbeitet. Ich meine, ein Jahr lang hat das Album gedauert, aber all die Vorbereitungen, die Gesangsstunden und alles, das hat ja viel, viel länger gedauert. Das hat sie ihre ganze Kindheit lang gemacht und das ist unglaublich, das alles zu sehen. Und wir waren auch schon drin und haben das Sneak Peek gesehen. Die Kulissen sind unglaublich und aber so, wir waren noch nicht drin, als die ganzen Leute schon drin waren, deswegen bin ich jetzt sehr, sehr darauf gespannt. Warst du denn bei dem ganzen Albumprozess und bei dem Prozess davor, die Findung, die Ideenentwicklung, warst du da dabei? Ich war nicht die ganze Zeit dabei, weil ich in London studiere, also ich wohne auch nicht hier. Aber ich war häufig dabei, also mindestens einmal im Monat war ich hier und Shirin legt auch großen Wert auf die Meinung ihrer Familie, deswegen hat sie uns immer wieder Sachen geschickt und wie findet ihr das oder findet ihr, ich habe das gut eingesungen, also insofern hat sie immer nach Feedback gefragt und insofern haben wir eben auch viel mitbekommen. Gab es denn Songs, die aufgrund deines Feedbacks nicht entstanden sind, die nicht erschienen sind? Nein, absolut nicht. Also ich sag schon, wenn mir irgendwas weniger gut gefällt oder wenn, aber es gab, ich meine, Shirin und ich sind im Endeffekt zusammen aufgewachsen, wir haben einen sehr ähnlichen Musikgeschmack, deswegen wäre es jetzt sehr unwahrscheinlich gewesen, dass sie irgendwas macht, was ich absolut kacke finde, deswegen. Und das liegt nicht daran, dass sie meine Schwester ist. Wahrscheinlich schon oft gestellt in den Interviews die Frage, aber bei dir auch ein Gesangstalent? Nein, absolut nicht. Also ich war im Chor in der zweiten Stimme ganz akzeptabel, aber zu mehr reicht es leider nicht. Ich bin mehr so der Instrumente-Mensch. Aber könntest du es dir denn vorstellen, mal ein Musikvideo mitzuspielen oder auch irgendwie daran mitzuwirken? Naja, ich habe ja schon ein paar Musikvideos mitgespielt. Ach, hast du? Ja. Tatsächlich? In welchem? Bei Ice war ich dabei. Echt? Und bei Fliegst du mit habe ich eine unglaubliche Rolle von 0,3 Sekunden gehabt, bei der ich mich wundere, dass sie bei dir nicht im Gedächtnis geblieben ist. Das müssen wir jetzt direkt mal einblenden, die 0,3 Sekunden. Die müssen wir uns Zeit nehmen. Sie kommt ja auch aus dem Influencer-Kosmos. Jetzt fällt mir natürlich die Frage nicht schwer zu fragen, wann ist bei dir soweit? Gesangskarriere?
Also ich kann dir eine Geschichte erzählen. Meine Mutter sagt immer, Kind, du kannst ganz viel, du hast ganz viele Talente, aber du kannst, meine Mama auch. Aber du kannst garantiert nicht singen. Echt? Also wirklich, ich kann vielleicht ein paar Sachen, aber singen ist ganz, ganz, ganz weit unten auf der Liste. Und aber im Auto machst du es trotzdem. Ja, und okay, vielleicht unter der Dusche, da muss ich garantiert niemand hört. Aber ich habe natürlich auch schon Anfragen, weil die Plattenlabels, die fragen ja so ganz viele. Jetzt gehen die schon random raus und schreiben jeden großen Influencer an, hey, kannst du? Die schreiben ja nicht so an, aber manchmal trifft man sich ja auf Events und dann heißt ja, kannst du singen? Und dann sage ich, nee, ich glaube auch ganz viel Autotune würde das nicht richten können bei mir. Da können wir ganz lange drauf warten. Das ist aber eine große Überraschung, dass die Labels jetzt schon überall fischen. Gibt es denn verborgene Talente bei dir, die du vielleicht noch nicht preisgegeben hast, wenn du sagst, du bist so ein Allrounder? Also, wenn ich dir jetzt die erzählen würde, dann wärst du ja der Erste. Hier, ne? Nee, dann wärst du ja der Erste, wenn die bis jetzt verborgen sind. Ja, das ist doch Star-Talking wert. Ich glaube, ich bin, das ist ein bisschen blöd jetzt sozusagen, aber ich glaube, ich bin so insgeheim eine größere Businessfrau, als man vielleicht von außen beurteilen würde. Aber das kommt ja auch mit der Zeit und gehört ja damit zu. Wenn du so viele Anfragen bekommst, dann ist es sicherlich auch viel Learning by Doing, oder? Ja, total. Bei mir ist der ganze Job. Also ich habe ja nichts von dem gelernt, was ich mache. Und genau, also ich habe das Gefühl, ich habe das sehr, sehr gut alleine unter Kontrolle. Und machst du es komplett alleine, ohne Management? Komplett alleine, genau. Ich habe kein Management. Und das ist voll überraschend, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlicherweise. Ja, danke. Du bearbeitest auch die ganzen E-Mails, du bekommst aber schon tausende E-Mails am Tag. Ja, ich mache alle E-Mails selber, alle Verträge, alle Business-Kontakte. Nicht schlecht. Ja.